Razzia bei Muslim Interaktiv. In Hamburg und in weiteren Städten wurden 7 Wohnungen durchsucht. Es geht hier allerdings nicht um die Forderung nach dem Kalifat. Es geht um eine Demonstration aus letztem Jahr. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht um eine Kundgebung im Oktober 2023, die zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben soll, bei der eine Allgemeinverfügung in Hamburg pro-palästinensische Demos untersagt hatte. Das mit den Allgemeinverfügungen in unserem Land, das kennen wir noch aus einer dunklen Zeit der 20er Jahre, mehr darf ich hier nicht sagen, als Spaziergänger nicht mehr spazieren durften. Ihr wisst, was ich meine. Es geht jetzt hier um Muslim Interaktiv und der Hamburger Innensenator von der SPD, Herr Grote, der auch diesen Antrag eingebracht hatte bei der Innenministerkonferenz, dass wir Straftäter jetzt abschieben sollen. Er spricht hier von einem Schlag gegen die Islamistenszene und da muss man nur mal sagen, naja, er sagt hier, Zitat, wir halten den Druck hoch und gehen mit allen Mitteln des Rechtsstaates gegen die islamistische Szene vor. Nein, Herr Grote, das machen Sie nicht. Worum geht es eigentlich bei Muslim Interaktiv am Ende? Es geht um die Hizb ut-Tahrir al-Islami. Ich kann das wahrscheinlich nur falsch aussprechen. Es ist die Islamische Befreiungspartei. Diese wurde schon lange Zeit vor meiner Geburt gegründet, nämlich 1953. Es geht darum, wie schreibt hier der Verfassungsschutz aus Hamburg, ihre Anhänger rekrutieren sie in Europa, vor allem unter Schülern und Studenten. In zahlreichen Zeitschriften befürworten sie die Anwendung von Gewalt und Terror, vor allem gegen Israel und so weiter und so fort. Es gibt ein Betätigungsverbot gegen diese Partei von 2003. Der Laden ist seit 21 Jahren verboten. Ihm zuzuordnen ist zum Beispiel kalifat.com. Könnt ihr ja mal schauen. Es gibt in Deutschland geschätzte Mitglieder bzw. Anhänger, 800 Stück, sagt das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht. Was man dagegen tut? Naja, wenn man jetzt hier liest, um was es hier denn eigentlich geht, es geht um die Befreiung aller Muslime von Unterdrückung und so weiter, ihre Vereinigung in einem weltweiten Kalifat. Am Ende steht hier dann aber, insbesondere in den sozialen Netzwerken gibt es zahlreiche Gruppierungen mit ideologischer Nähe zur Hud. Die Abkürzung dieser Hizb ut-Tahrir oder wie es wirklich heißt, ist Hud. Jetzt steht hier im Verfassungsschutzbericht von Herrn Haldenwang und Frau Faeser folgender Satz. Insbesondere in den sozialen Netzwerken gibt es zahlreiche Gruppierungen mit ideologischer Nähe zur Hud. Beispielsweise Realität Islam, Generation Islam und Muslim Interaktiv. Mit Videos und Textbeiträgen erreichen sie Zehntausende Interessierte und nutzen ihren Bekanntheitsgrad auch für Mobilisierungszwecke in der realen Welt. Die von ihnen besetzten Themen spielen im Rekrutierungsprozess islamistischer Organisationen eine wichtige Rolle und bereiten den Nährboden für eine Radikalisierung junger Muslime. Das sagt der Verfassungsschutz. Und dann stellt sich der Hamburger Innensenator hin und sagt, mit allen Mitteln des Rechtsstaates gehen wir dagegen vor. Ja, habt ihr den Fehler gefunden? Wenn Generation Islam oder Muslim Interaktiv quasi eine Nachfolgeorganisation der Hud ist, dann verstoßen sie gegen die Verbotsverfügung von 2003. Und das ist hier das Problem, was ich Ihnen vorwerfe. Sie sollten den Laden schon längst dicht gemacht haben, ihn nicht in der Zukunft erst dicht machen wollen, sondern das Ding dürfte schon gar nicht mehr existieren. Und man hat hier die Wohnungen durchsucht, allerdings nicht von Rahed Boateng, die hatte man schon vorher durchsucht, sondern von anderen Mitgliedern. Man hat hier Beweismaterial sichergestellt, es soll 2 verletzte Polizisten auf dieser Demonstration gegeben haben und gegen 3 weitere Personen wird jetzt ermittelt wegen strafbarer Inhalte in sozialen Medien. Alle Härte des Rechtsstaates sieht anders aus, dann verbietet man die Organisation, nimmt erstmal alle von der Polizei mit und hält sie mal so lange fest in Gewahrsam, wie man das darf. Ob man dann gegen Einzelne hier Haftbefehle erwirken kann, das müsste man dann prüfen, aber alle Härte des Rechtsstaates. Also Leute, das ist die Weichei-Taktik. Die Demo war letztes Jahr im Oktober und ihr macht jetzt im Juni des Folgejahres die Razzia dafür. Ja, ganz mein Humor, Leute.
und wann gehen sie wieder auf die Straße und fordern das Kalifat? Also, aber Herr Haldenwang sagte, das Kalifat ist eine denkbare Staatsform. Das ist die Einführung des Kalifats. Das ist eine denkbare Staatsform. Vielleicht für ihn, aber nicht für mich. Es ist undenkbar, das Kalifat ist eine menschenverachtende, eine unterdrückende Staatsform, die ein religiöses Strafrecht einführen wird, würde. Da bin ich absolut dagegen. Also, das kann man nicht gut finden. Aber wie gesagt, hier die Seite 250, 251 des Verfassungsschutzberichtes, die Partei der Befreiung heißt das auf Arabisch. Sie ist verboten. Es gibt Vereine, die rekrutieren für eben diese Vereinigung und das Innenministerium, das schläft, das schaut zu, das ist auf allen Augen blind geworden inzwischen, aber es war hier eine Razzia, die Sie uns jetzt verkaufen wollen als großen Erfolg. Es ist ein Witz, Herr Grote. Andi Grote von der SPD aus Hamburg. Es ist ein Witz, ja? Sieben Wohnungen durchsucht, keine Festnahme, ein paar Datenträger beschlagnahmt. Oh, jetzt kriegen Sie aber Angst. Nee, Leute, also, das ist, nee, einfach nein, Leute. Man muss der Rechtsstaat mit aller Härte vorgehen. Ich erinnere nur mal, Oliver Janich war es doch, den Sie versucht haben, auf den Philippinen nach einem Passentzugsverfahren und internationalem Haftbefehl festzunehmen, weil er Dinge gegen die Regierung gesagt hat. Oh, wie schlimm! Ich sag auch Dinge gegen die Regierung. Vor allem, dass es die schlechteste Regierung ist seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die schlechteste Innenministerin seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ja, Andi Grote, schlechtester Innenminister Hamburgs seit Gründung der Hansestadt Hamburg. Das sind alles Meinungen, die ich haben darf. Und ich wette, ihr stimmt mir alle zu dabei. Denken wir doch nur mal an Otto Schily zurück. Ja, Gründungsmitglied der Grünen, 89 zur SPD gewechselt. Er war Bundesminister des Inneren mal. Ja, auch ein SPD-Innenminister. Sie sind selten, wirklich. Sie sind echt selten. Und er hat 1999 gesagt, dass nur etwa 3% der 100.000 Menschen, die damals zu uns kommen nach Deutschland, asylwürdig sind. 97% seien Wirtschaftsflüchtlinge. Das hat mal ein SPD-Innenminister gesagt. Damals gab es keine Gesetzesänderung nach dieser Debatte. Heute stellt euch mal vor, einer von der SPD würde das sagen, der bekäme wie Thilo Sarrazin erstmal ein Parteiausschlussverfahren. Aber Andi Grote von der SPD in Hamburg meint ja, mit ein paar Hausdurchsuchungen und ein paar sichergestellten Datenträgern hat man hier der islamistischen Szene einen Schlag versetzt. Ja, also wenn es nicht so traurig wäre, würde ich noch weiterlachen, aber das ist beschämend, das ist peinlich. Und was meint ihr, was los ist, wenn in diesem Land mal 25.000 Muslime, nicht nur 1.000, 2.000, 3.000, 25.000 oder 30 oder Festivalgröße, 50 bis 80.000 Muslime auf die Straße gehen, ihr Kalifat fordern und vor allem diesem Staat seine Legitimation absprechen? Was meint ihr, was dann los ist? Dann brauchen wir die Bundeswehr im Innern. Was wollen wir denn mit unseren Polizisten denn da machen? Wie ihr in Berlin gesehen habt, brauchen wir ja sieben Beamte, um einem Mann eine Holzlatte abzunehmen. Ich weiß nicht, was Sie hier fordern. Ja, es gibt ja immer diese Diskussionen, dass das alles gewollt und gesteuert sei. Und wenn das alles gewollt und gesteuert ist, dann müsste man jetzt irgendwann auch mal den Zufluss ändern, um das neutral zu formulieren. Weil man das ja vorher sich überlegt hat. Ich hätte gern so viel Prozent Christen, ich hätte gern so viel Prozent Atheisten und ich hätte gern und so weiter. Und wenn man das ja, wenn das ein Plan ist, der dahinter steckt, dann hat man sich das ja vorher überlegt. Und mit der Reproduktionsrate von Einzelnen kann man das ja ausrechnen. Das heißt, irgendwann müsste man da etwas ändern. Ob das dann passiert, keine Ahnung. Ob Friedrich Merz dann der Erlöser sein soll, der dann nächstes Jahr deutscher Bundeskanzler sein soll, BlackRock Merz, der dann dafür sorgt, dass dieser Zustrom endet. Wir können nur spekulieren, er war dieses Jahr bei Bilderberg eingeladen, zusammen mit dem Kanzleramtsminister von Herrn Scholz. Ansonsten war da niemand mehr, also von der FDP war noch jemand da, aber die sind da öfters vertreten, selbst vertreten, wie sie nicht im Bundestag waren. Ich bin gespannt auf deine Meinung zur Härte des Rechtsstaates gegen Muslim Interaktiv. Ich finde, sie machen sich damit lächerlich, wirklich lächerlich.
Monate danach kommen mit einer Hausdurchsuchung und ein paar USB-Sticks mitnehmen, da lache ich mich tot, ja, als ob auf den USB-Sticks noch was drauf ist. Vermutlich, wenn sie nicht so gut aufgepasst haben, aber am Ende geben wir wieder hunderttausende Euro aus, um diese Sachen von Spezialisten zu entschlüsseln. So wie bei dieser einen Telefonentschlüsselung, ja, kostet viel Geld, hilft aber auch. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video, wie du dazu stehst oder ob du demnächst auch für das Kalifat demonstrieren gehen möchtest. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. Und damit bis bald.